Ja, hallo, ich bin's, Michael von Querdenken 711. Ich sitze heute zusammen mit dem Markus Heinz von Querdenken 731 Ulm, also eine starke Baden-Württemberg-Connection. Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, die aktuelle Corona-Verordnung anzuschauen und habe da im Paragraph 3 Mund-Nasen-Bedeckung eine interessante Formulierung entdeckt, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Da heißt es nämlich unter Absatz 2, eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht. Zweitens, für Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Und da habe ich mir überlegt, was könnten denn diese sonstigen Gründe alles sein? Weil das ist ja sehr weit ausgelegt. Und das kann natürlich sein, dass man das letztendlich zum Beispiel aus politischen Gründen nicht machen kann. Aus gesundheitlichen Gründen, weil ich keine Luft kriege unter der Maske, oder natürlich auch aus religiösen Gründen. Und ich habe mir jetzt auch nochmal die Anzeige beim Real für die Mund- und Nasenmaske für Erwachsene angeschaut. Und da steht tatsächlich dann im kleinen Gedruckten auch, gar nicht so klein, bitte beachten Sie, diese Masken bieten keinen Schutz gegen Viren oder Bakterien. Es verringert die Wahrscheinlichkeit, sich ins Gesicht zu fassen. Und ja, dann habe ich heute ein kleines Experiment gemacht. Ich bin nämlich in den Getränkemarkt gegangen und wollte dort eben unter dem Bezug auf die sonstigen Gründe in den Markt gehen. Mir wurde dann der Zugriff verwehrt und wie es der Zugriff so will, der Zufall so will, war zufällig eine Polizeistreife da und dann habe ich gedacht, na gut, dann zeige ich mich jetzt mal selbst an, weil ich kann ja die Corona-Verordnung nicht einhalten. Und dann hat die Polizei sich aber geweigert, diese Selbstanzeige aufzunehmen. Wie kann man das denn juristisch bewerten? Ja, ich habe das heute noch mit meinem Kollegen besprochen, mit einem Strafverteidiger, David Mühlberger aus München. Der hat jetzt gesagt, das verstößt ganz klar gegen den Legalitätsgrundsatz. Das heißt, solche Entscheidungen muss die Staatsanwaltschaft treffen, ja, 152 Absatz 2 Strafprozessordnung. Das heißt, ein Polizist, wenn du hier eine Verordnung vorlegst und sagst, ich habe mich hier möglicherweise strafbar gemacht oder gegen Ordnungswidrigkeit verstoßen oder begangen, der darf das gar nicht ablehnen. Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, dann bringen wir das halt mal zu Ordnungswidrigkeiten Anzeige, weil es ist spannend, wie das dann begründet wird. Die Staatsanwaltschaft muss das prüfen. Und das Thema ist ja momentan, diese sonstigen Gründe, das ist alles sehr undefiniert. Ich habe kürzlich auch reingeschaut und inzwischen ist es zum Beispiel nicht mal mehr in der Verordnung, dass man es glaubhaft machen muss. Also ich muss mich nicht mehr gegenüber der Polizei ausweisen oder gegen wem auch immer. Man kann das auch später noch machen. Das habe ich von Anfang an für rechtswidrig gehalten, habe ich auch so kundgetan. Und jetzt ist die Frage, gesundheitliche oder sonstige Gründe. Sonstige Gründe kann einiges sein. Religiös sicherlich, auf anderer Weise vielleicht auch politisch, wenn man das als Symbol der Unterdrückung zum Beispiel ansieht, was viele sagen. Es verstößt teilweise gegen die Regelungen der WHO. Wie man eine solche Mund-Nasen-Bedeckung richtig anwenden muss. Das heißt, auch da kann ich sagen, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, das richtig zu machen, wenn ich mich schützen wollte. Also es gibt eine Vielzahl an sonstiger Gründe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass solche Anzeigen von den Behörden gar nicht bearbeitet werden oder dass die zurückschicken mit, sie haben gegen nichts verstoßen. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen was, was wir hier austesten wollen. Ob wir wirklich eine Ordnungswidrigkeit auf dieser Basis hier hinkriegen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe von Staatsanwaltschaften auch Rückmeldung, dass sie das nicht verfolgen, weil es gegen den Bestimmtheitsgrundsatz massiv verstößt. Was man auch daran sieht, dass es die Behörden selber nicht verstehen. Und wie soll es dann ein Laie verstehen? Ja, und deshalb werden wir da auch wie immer letztendlich Musterschreiben entwickeln, die wir dann auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Und ich kann natürlich nur alle Querdenker auffordern, dieses Muster dann mal runterzuladen und dort ins Eigenexperiment zu gehen. Das heißt dann durchaus auch mal eine Eigenanzeige auszuführen, damit wir dort eben auch über die Masse dann Musterverfahren führen. Ihr braucht da keine Sorge haben. Letztendlich unterstützen wir euch von Querdenken und von den Anwälten für Aufklärung und schickt uns dann die Unterlagen zu. Ich werde aber auch das Ganze nochmal auf den Demos letztendlich erklären. Und dann gibt es ja dieses zweite Thema. Letztendlich gibt es dann im Moment, habe ich so den Eindruck, diese
wie will ich sagen, der vorauseilende Gehorsam von Ladenbesitzern, die dann einfach sagen, ich habe hier Angst, mir wurde hier vom Ordnungsamt, wie man jetzt auch bei dem Restaurant gehört hat, werden mir Strafen angeboten oder ich habe Angst, dass mir der Laden zugemacht wird. Und es gibt ja das allgemeine Gleichstellungsgesetz, AGG, und nachdem darf ich ja letztendlich Menschen nicht unterschiedlich behandeln. Und würde das denn nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, wenn ich jetzt jemanden, der eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, den Zugang zu meinem Laden dann verwehre? Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist das ganz klar eine Diskriminierung. Das dürfen sie nicht. Man muss immer unterscheiden, um welches Bundesland es geht. In Baden-Württemberg ist es so, der Normadressat ist der Beteiligte oder ist der, der die Maske tragen muss. Das heißt nicht der Geschäftsinhaber. Ich habe das Experiment kürzlich in meinem Laden gemacht, werde ich jetzt nicht nennen, damit die Behörden eben da gar nicht erst auf Ideen kommen. Die haben ganz klar gesagt, wir sind hier nicht der Adressat. Wir müssen auch nicht Ortspolizeibehörde spielen und es kontrollieren. Wenn die Polizei dann irgendwie sieht, Max Mustermann war da, dann können die dagegen vorgehen. Aber um auf das Gleichbehandlungsgesetz zurückzukommen, was momentan passiert, es ist massiv, dass Menschen diskriminiert werden und das sind vor allem die Schwachen in der Gesellschaft, Menschen mit Behinderung, Menschen, die wirklich diese Maske nicht tragen können, auch nicht eine halbe Stunde, die Erstickungsangst haben, die Asthmatiker sind, was auch immer. Und die werden momentan durch diese Unrechtslage von der Versorgung abgeschnitten. Und da müssen natürlich auch die Unternehmer sich darüber im Klaren sein, gerade in Baden-Württemberg, wo sie überhaupt keine Pflicht haben, das zu kontrollieren, in Bayern ist es meines Wissens anders, dass sie hier massiv Menschen diskriminieren. Dass sie Menschen davon ausschließen, einzukaufen. Und ich kann einem 70-jährigen Asthmatiker nicht sagen, kannst du ja woanders einkaufen. Wo führt denn das hin? Dass er bei Amazon seine Nahrungsmittel künftig kauft? Und das sind Sachen, da werden wir auch jetzt von den Anwälten dann wirklich massiv auf die Läden zugehen. Es gibt das eine oder andere positive Beispiel, wo man dann sagt, okay, bitte berücksichtigen Sie auch die Mitarbeiter oder Kunden, die das aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht tragen können. Aber einfach sagen, bei uns darfst du nicht mehr einkaufen, das ist für einen Unternehmer ein sehr gefährlicher Weg. Da kann man juristisch dagegen vorgehen und es ist auch für eine Gesellschaft, wenn eine solche Diskriminierung durch den Staat eigentlich ins Leben gerufen wird und dann aber nicht klargestellt wird, wirklich ein Riesenproblem und es geht in Schulen noch viel, viel weiter. Was ich zu Schulen jeden Tag höre, das ist unfassbar, wie Kinder massiv diskriminiert und genötigt werden, um eine nicht bestehende Maskenpflicht durchzusetzen. Das ist was, da werden wir wirklich auch mit Musterschreiben agieren und wenn nötig rechtlich auch dagegen vorgehen. Und da sammeln wir auch zusammen, da wird es Anwälte geben, die Eltern tun sich gerade zusammen, dass wir wirklich den Menschen, die am meisten betroffen sind, auch juristisch direkt helfen können. Ja, super. Also ihr seht, wir sind hier wieder sehr aktiv. Es wird wieder eine spannende nächste Woche. Ich möchte vielleicht nochmal alle daran erinnern, die jetzt auch die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, noch einmal den Satz vorlesen, der eben auch auf den Verkaufspackungen steht von diesen Mund- und Nasebedeckungen. Diese Masken bieten keinen Schutz vor Viren oder Bakterien. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche. Die Musterschreiben und die Musterklagen kommen wie immer auf unsere Webseite querdenken711. Habt eine schöne Woche, viel Spaß, bis bald.